herzlich willkommen zur 16. Folge von Susi 3 zusammen mit Tobi. Hallöchen. Hier seht ihr gerade einen blau-weiß-gelben Zug entlangrollen mit Doppelstockwagen, der verdächtig aussieht nach einem Metronom. Und genau mit solchen Zügen werden wir jetzt in den nächsten Folgen fahren, denn wir sind jetzt in den nächsten und auch letzten 5 Folgen dieses Let's Plays, oder dieser Staffel des Let's Plays zumindest, unterwegs auf der Bahnstrecke Hamburg-Hildesheim über Lüneburg, Celle und Lehrte. Und ja, heute werden wir mit der Regionalbahn fahren von Hamburg nach Lüneburg und wieder zurück. Und ich würde sagen, ich spule mal kurz vor, damit der Zug hier einmal auf die Schienen gesetzt wird. So, da sitzen wir hier in unserer Lok der Baureihe 146. Und ja, hier haben wir einmal unseren analogen Buchfahrplan. Und ich habe mich in den letzten Folgen beschwert, dass ich den digitalen Buchfahrplan teilweise nicht lesen kann. Und da bin ich auf die Idee gekommen, man könnte doch einfach über Susi Display sich den elektronischen Buchfahrplan anzeigen lassen. Dann stellen wir natürlich erstmal auf Dark Mode um, jetzt hat er geladen. Dann gehen wir hier auf Zug und geben einmal unsere Zugnummer ein. Das ist die 81627. Bestätigen das mit der Eingabetaste. Dann wird uns hier ein Zug vorgeschlagen. Das ist auch unserer. Den laden wir. Dann haben wir hier einmal unseren elektronischen Buchfahrplan. Und den packe ich mir einfach mal auf ein externes Display, damit ich den dort sehen kann. Und ihr hier in der Simulation habt dann einfach den jetzt zum euch ansehen, wo wir langfahren, wo wir halten müssen. Und ich habe einfach jetzt den größeren elektronischen Buchfahrplan mir auf einen extra Bildschirm gezogen, sodass ich da nicht mehr plötzlich einen Halt übersehen kann oder nicht genau weiß, wann welchen Kilometer das ist, weil ich es nicht genau lesen kann. Ja. So wie dazu, wie man Susi Display startet. Ich würde sagen, wir fahren einmal los. Zugbeeinflussung. 160 haben wir und gleich im Moment hier auf der Brücke sind 100 km/h. Da sehen wir auch schon da vorne das weiße Schildchen am Horizont mit der 10er Beschriftung. Ja, dann geht's nach Hamburg-Harburg jetzt. Wir sind gerade eben am Hamburger Hauptbahnhof losgefahren. Leider geht die Strecke nicht bis zum Hamburger Hauptbahnhof, was sehr schade ist, sondern beginnt erst hier kurz vor Harburg. Aber so ist es halt. Aber dennoch diese wunderbare, extrem lange Strecke bietet trotzdem sehr viel Potenzial. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten Hamburg-Harburg. Dort besteht Anschluss an den Metronom RB 41 nach Bremen Hauptbahnhof um 16.49 Uhr von Gleis 3 direkt gegenüber, die S3 nach Buxtehude um 16.53 Uhr von Gleis 12, der ICE 205 nach Karlsruhe Hauptbahnhof um 16.58 Uhr von Gleis 3 am selben Bahnsteig und an den Metronom R4 nach Tostedt um 17.05 Uhr. Von Gleis 2. Bitte beachten Sie auf die Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig. Das Team des Metronom verabschiedet sich von allen Fahrgästen, die hier aussteigen. Auf Wiedersehen. Die Streckengeschwindigkeit hier sind 120. Nächste Station ist Hamburg-Harburg. Ich will dich wirklich nicht unterbrechen, aber ich sehe jetzt nur einen Buchfahrplan. Du siehst nur einen Buchfahrplan? Okay, das ist interessant. Das werde ich wirklich interessant, aber... Das werde ich jetzt gleich mal über Harburg halten, mal ändern. Würde ich sagen. Okay. Ja, wir haben die Langsamfahrt, die hier gilt. Also gehe ich mal runter auf 40, weil ich nicht das Genaueres über diese Langsamfahrt weiß. Zugbeeinflussung. Ich sagte 40, nicht gleich 30. Kann ich ja nicht übertreiben. Jetzt sind wir mal dieses große Gleisvorfeld hier. Sehen wir auch einen IC1, da ist ein Güterzug da drüben. So, müssen wir mal schauen. Das Regelgleis, also das Bahnsteiggleis, wo es eigentlich am das Regelgleis in Richtung Lüneburg, Uelzen und Celle ist, wäre eigentlich Gleis 4. Das hätten wir jetzt hier links abbiegen müssen. Das ist jetzt rübergeleitet auf Gleis 5 oder 6. Was hier so Zusatzgleise sind.
In der Mitte hier drüben, die beiden Gleise 2 und 3 sind eigentlich die der Bahnstrecke von Hamburg nach Bremen, die jetzt hier gleich hinter hier jetzt ausfällt. Und die Gleise 1 und 4, die außen liegen, sind die Gleise in Richtung Uelzen und Hannover und natürlich auch Lüneburg. Und hier Gleis 5 und 6, eher so zusätzliche Gleise. Sifa. Die von hier beginnen und enden in Zügen eigentlich genutzt werden in der Regel. Aber heute auch mal von uns. So. Hamburg-Harburg. 45 wäre Abfahrt gewesen, haben wir 46 die Ankunft. Na, weil wir halt mit 40 km/h gefahren sind, oder weil ich noch Zusicht-Display vorher eingerichtet habe. Was ich jetzt Tobi gleich wieder wegnehmen werde, damit er auch den Simulator sehen kann. Nee. So. Aber währenddessen kann ich ja schon mal die Leute einsteigen lassen. So, das immer wieder. Nach dem kurzen Cut, ich muss euch jetzt nicht meinen Discord zeigen, weil die nämlich immer auf demselben Bildschirm liegen. Wenn ihr, apropos Discord, ne? Wir haben auch einen Tobi-Raptor-Discord. Da könnt ihr gerne vorbeikommen. Da findet ihr vielleicht jemanden zum Zocken, wenn ihr irgendwie Lust drauf habt. No. Genau. Oder zum Quatschen. Oder zum Quatschen, einfach so, ja. So, ja, man in eine Metronom in die Gegenrichtung. Der fährt gerade auf Gleis 2 oder auf Gleis 1 ein, ich weiß nicht genau. Achso, und Gleis 11 und 12 gibt es ja auch noch, die liegen aber unterirdisch. Quer einmal, dort fährt nämlich dann die S-Bahn. Die S3 und S31 müssten es, glaube ich, sein in Hamburg. Die hier. Zugbeeinflussung. Aber ja. Haben ja auch gerade eine Ansage bezüglich dem. Auch wenn ich jetzt gerade, muss ich ehrlich zugeben, vergessen habe, wer die gemacht hat, die Ansagen, weil es sind einige Leute, die hier für diese Bahnstrecke angesprochen hat. Das habe ich natürlich vorher nicht nachgeschaut. Deswegen kommt natürlich eine Einblendung, an wen ein großes Dank auszurichten ist. Was ich aber sagen kann, ein Danke an Sandra für die Haltestellen, also Bahnhofsansagen. Und was mir jetzt gerade auch noch auffällt ist, eigentlich ist es bei Metronomzügen so, dass die Lokführer per Durchsage dann sagen, auf welcher Seite sich der Ausstieg befindet. In der Regel kommt es halt darauf an, auf die Betriebsstelle, wenn es solche Haltepunkte sind, bei denen es nur eine Bahnsteigseite gibt, die zur Möglichkeit steht, wo der Ausstieg sein könnte, dann wird es automatisch gesagt. Und ansonsten hat der Lokführer einen Knopf, den er drücken kann, mit dem dann das System dem sagt, Ausstieg links oder Ausstieg rechts. Aber in Metronomzügen ist es so, dass der Lokführer das durchsagt. Und das habe ich jetzt natürlich gerade in Harburg vergessen, weil ich selber auch ein bisschen verwirrt war, auf welchen Bahnsteig wir eigentlich geleitet werden. Aber das sollten wir jetzt zukünftig bei den ganzen Halten machen. Unser nächster Halt ist Meckelfeld bei 165. So, jetzt seht ihr das hier. Unser Gleis, dann die beiden Gleise links neben uns, sich jetzt gerade ein bisschen erheben. Daneben das Gleis ist das Gleis in die Gegenrichtung. Dann hier rechts von uns haben wir weitere Gleise, hier die Güterzüge, insbesondere zum Rangierbahnhof Maschen. Ich glaube, ganz links war auch noch ein Güterzuggleis nach Maschen. So, Maschen nochmal, 165. Nochmal zu der Bahnsteigverwirrung. Wäre aber auch ziemlich witzig, wenn so eine Ansage käme. Ja, also wir fahren jetzt im Bahnhof ein. Auf welcher Seite die aussteigen werden, weiß ich jetzt noch nicht. Das werden wir gleich sehen. Ja. Übrigens, ihr seht, hier ist ein Kabel gerade zwischen unseren Gleisen aufgetaucht. Jetzt sollten Sie zugleich auch gleich einmal Piep machen, denke ich mal. Und das sind wir auch in der EZB und ich sollte bremsen. Nächste Station ist Meckelfeld. So. Genau, zur EZB erzähle ich gleich noch was, wenn wir hier aus Meckelfeld wieder raus sind. Erstmal bremsen. Vorher ist es bei 160 km/h. Ist nicht so einfach. Das war ein bisschen zu stark gebremst. Einfahrt im Bahnsteig wird man nicht mal mit 60 km/h anpeilen. Aber ja. Das sind jetzt circa Werte. Ja, ein bisschen zu spät komme ich zum Stehen wahrscheinlich, oder? Ne, ich komme auch rechtzeitig. Ach komm, das geht doch. Ja, meine Angst war jetzt nur, ich habe es schon wieder vergessen zu sagen, ne? Ausstieg in Fahrtrichtung links.
Meine Angst ist nur, dass ich hier immer bei dem Bahnsteig zu weit vorfahre, aber wenn ich bis ans Ende vom Bahnsteig fahre, dann sehe ich das grüne Signal nicht mehr. Deswegen muss ich immer ein bisschen Ohr halten. Das habe ich natürlich jetzt gerade sehr, sehr pünktlich gemacht, die Seitenanzeige. Tobi, du musst mich dran erinnern, okay? Okay. Wenn ich gerade im Bremsprozess bin, wenn ich gerade am Bremsen bin, wenn du schon den Bahnsteig siehst und ich es noch nicht gemacht habe, dann sag mir Pascal Bahnsteigseite. Okay. Okay. Das ist deine Aufgabe für heute. Okay. Oder für die nächsten Folgen. Oh nein. Da werden jetzt auch ein paar Folgen im Metronomzug unterwegs sein. So, Tür uns nicht zu. Wir haben jetzt übrigens auch die, die Luftdruckbremse und die elektrische Bremse habe ich jetzt mal getrennt, mir mal gelegt auf die Tastatur, dass ich auch teilweise nur mit der elektrischen Bremse bremsen kann, wenn ich jetzt nicht so stark bremsen will. Du wolltest noch was zur LZB sagen. Ja, ich muss mal kurz schauen, wo unser nächster Halt ist. Das ist Maschen bei 161,6. Okay, das heißt, ich habe jetzt einen kleinen Moment Zeit zu bringen. Und zwar, die LZB ist auch ein Zugsicherungssystem, das höher gestellt ist als die PZB. Das heißt, wenn wir jetzt unter LZB fahren, kann uns die PZB komplett egal sein. Unser Zug kriegt auch keine Signale von der PZB, sondern wir fahren nur mit Hilfe der Informationen, die uns über dieses Kabel übermittelt werden. Und zwar ist zum einen die aktuelle Höchstgeschwindigkeit. Das seht ihr hier in Form des roten Pfeils auf der 160. Und Zugbeeinflussung. Jetzt muss ich kurz bestätigen einmal, dass die LZB gleich zu Ende ist. Und einmal in Form von der nächsten zu erwartenden Geschwindigkeit. Das sind 80 km/h in etwas mehr als einem Kilometer. Und jetzt sehen wir auch hier, wie dieser Pfeil runtergeht, weil uns die LZB nämlich perfekt eine Bremskurve anzeigt, die wir zum Bremsen haben. Und da kam hier auch diese Lampe mit dem G, die gesagt hat, pass auf, du musst gleich bremsen, ne? Was wir jetzt auch machen. Und wir müssen dauerhaft unter dieser Bremskurve von dem Dreieckler sein. Ja. Das heißt, solange wir unter dem Dreieck sind. Nächste Station ist Masch. Die Ansage. Solange wir unter dem Dreieck sind und wir bestätigen, wenn die LZB, dass die LZB gleich zu Ende ist, kann uns nichts passieren. Zugbeeinflussung. Wir müssen aufpassen, dass sobald die LZB nicht weg ist, muss ich die Zwangsbremsung. Zwangsbremsstörung. Ich hab gedrückt. Zwangsstörung. Ich hab die Wachsam-Taste gedrückt. Zwangsbremsung. Das weiß ich, ich hab gerade die Zwangsbremsung. Taste Zwangsbremsung. Ziemlich gefressen. Zwangsbremsung. Damit hätte ich natürlich aufpassen müssen, ob der Zug auch das, gemerkt hat, dass ich die Taste gedrückt habe. Was aber nicht hat, und da war ich nicht aufmerksam genug. Nee, Moment. Ja, okay, das war jetzt natürlich gerade ein bisschen doof. Verspätung. Naja. Genau, erstmal soweit zur grundlegenden Funktion der LZB. Das Weitere erzähle ich dann gleich, nachdem wir durch Maschen durch sind. Übrigens hier rechts im Bild seht ihr so ein paar Stückchen vom Rangierbahnhof Maschen. Das ist übrigens der größte Rangierbahnhof Deutschlands. Und wenn wir gleich in die Gegenrichtung dann nochmal später in der Folge fahren, dann sehen wir davon auch noch ein bisschen mehr. Und aus der Richtung nicht der kann man nicht so viel erkennen. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Ja, das wäre der zweitgrößte gewesen. Nicht Maschen ist der größte. Ihr müsst wissen, aber wir ich haben mir ein Maschen ist der größte Rangierbahnhof Deutschlands. Ihr müsst wissen, wir haben das schon mal angefangen aufzunehmen, allerdings ging es dann nicht mehr aufgrund von Zeit- und Konzentrationsproblemen. Ja. Sondern in Maschen ist natürlich auch, dass der Bahnsteig immer leer ist. Das ist irgendwas beim Mapbuilding schiefgelaufen, aber ich habe in Maschen hier noch nie eine Person am Bahnsteig gesehen. Aber gut. Okay, gut. Der Rangierbahnhof Maschen liegt südlich von Hamburg. Er ist der größte Rangierbahnhof Europas und somit auch die wichtigste Drehscheibe des Nordens. Laut deutschebahn.com. Der Deutschen Bahn vertraut man in dem Sinne mal. Ich glaube, die hat doch irgendwas mit Zügen zu tun oder so. Deswegen sollte sich da auskennen. Ja.
Aber ja. Und wir fahren auch gerade von Hamburg in Richtung Süden. Also ist wirklich einfach mal weit, weit in Richtung Süden, quer durch Niedersachsen durch. Und ich weiß gar nicht, liegt Hildesheim schon in Hessen oder Rheinland-Pfalz? Oder ist Hildesheim auch noch in Niedersachsen? Quatsch, in NRW meine ich, oder Hessen? Oder ist es immer noch in Niedersachsen, Hildesheim? Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Schreibt gerne in die Kommentare. Ist Niedersachsen. Ist auch noch Niedersachsen? Okay. Hat 92,29 Quadratkilometer Fläche. Na gut, bis Hildesheim dauert es noch ein Stückchen. Das wird noch ein paar Folgen dauern, ehe wir dort ankommen. Weil ich werde mich jetzt nach und nach Folge für Folge immer weiter von Hamburg aus in Richtung Süden vortasten, bis wir dann irgendwann mal in Hildesheim gelandet sind. In der Folge Nummer 20. Das war zumindest. Das heißt, die Folgen werden jetzt immer länger? Nee. Wir werden jetzt ein Stück für Stück. Achso, wir rutschen immer ein Stück weiter. Der Strecke tasten. Die beginnen ja nicht alle in Hamburg, die Züge. Achso, okay. Deswegen. Wir werden jetzt immer weiter nach Süden fahren. Dachte schon. Das war zumindest mein grandioses Konzept für diese Map hier. Ja, klingt gut. So. Die Frage ist natürlich jetzt, wozu braucht man denn die LZB, wenn man nicht auch nach PZB fahren kann? Jetzt kam gerade die LZB einmal. Jetzt muss ich gerade wieder bestätigen, dass sie gleich wieder zu Ende ist. Weil bei 158,2 ist eine Stelle. Und eine Stelle werden wir dann einmal an die Seite ranfahren. Ich sehe auch schon, der rote Pfeil wandert schon wieder. Dann zeigt mir eine Bremskurve an, die für mich noch gar nicht relevant ist, weil ich so schnell war ich noch gar nicht. Nee, auf jeden Fall. Wozu braucht man denn die LZB? Ganz einfach, unter PZB haben wir schon mal gelernt, können wir nur 160 km/h fahren. Alles darüber ist verboten. Es liegt einfach daran, dass ein Vorsignal und ein Signal, die haben einen Abstand immer von 1 Kilometer. Und bei 160 km/h, direkt der Bremsweg eines Zuges, also eines normalen Passagierzuges, bei Güterzügen ist es immer anders, deswegen dürfen die auch unter PZB anders fahren. Aber unter 160 km/h beträgt der Bremsweg eines normalen Passagierzuges 1 Kilometer. Deswegen ist auch dieser Abstand von 1 Kilometer, deswegen auch 160 km/h. Aber wenn wir sowas haben wie ICEs oder Intercities, die fahren natürlich 200, 250, teilweise 300, was ja die Maximalgeschwindigkeit ist auf deutschen Schienen. Und das geht natürlich unter PZB nicht. Und daher braucht es die LZB. Ansage. Nächste Station ist Stelle. Ich achte heute so grandios darauf, dass auch ich nicht rede während den Ansagen. Ne? Merkst du das? Nee, weil wenn solche Schnellzüge fahren wollen, dann würden die einfach, wenn die das gelbe Signal sehen, wäre es bereits zu spät zu bremsen. Und daher gibt es diese LZB, die einem bereits anzeigt, ah okay, in vier Kilometern musst du runterbremsen auf so und so viel km/h oder wenn 0 km/h dasteht, weißt du, dem da ist ein rotes Signal. Und du kriegst jetzt schon diese Bremskurven vom Bordcomputer angezeigt, sodass du einfach, schon bevor du das Signal siehst, weißt, wann du bremsen musst. Und du kannst einfach vorausschauender fahren und somit sind halt eben Geschwindigkeiten bis 300 km/h zulässig. Sehr geehrte Fahrgäste, der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. So, vorsichtig bremsen. Und ihr seht übrigens da oben auf diesem Bellwerk-Häuschen, dass oben drauf ist ein Vorsignalwiederholer. Das ist hier so eine Besonderheit an diesem Hals hier in Stelle. Und was ihr auch seht, schaut mal auf das Ausfahrsignal hier von dem Bahnsteig, von dem Gleis links neben uns, auf dem wir gerade eben noch gefahren sind. Das ist jetzt schon wieder auf grün gesprungen. Und das liegt daran, dass die Bahnstrecke hier Hamburg-Hannover zu einer der meistbefahrensten Bahnstrecken in ganz Deutschland gehört. Und hier ist es eng. Und wenn ich eng meine, meine ich wirklich sehr eng. Also hier stapeln sich die Züge fast schon in der Realität. Die Strecke ist hoffnungslos überlastet. Durchgängig zweigleisig. Insbesondere zwischen Hamburg und Lüneburg ist sie dreigleisig. Teilweise, wie hier jetzt auch zwischen Stelle und Asshausen, viergleisig. Läuft. Und ist trotzdem hoffnungslos überlastet.
eigentlich das gesamte Schienenalpha, wie man es nennt, das niedersächsische Schienenalpha zwischen Hamburg, Hannover und Bremen. Ist eigentlich alles überlastet. Und da geht es auch seit Ewigkeiten schon in, ja, jetzt werden wir auch von einem anderen Zug geholt, um einen gesamten Sonderzug anscheinend mit irgendwelchen alten Fernzugwagen, aber in DB Rot. Übrigens, der Güterzug hier, der biegt einmal gerade ab hier auf die Güterzugstrecke, die gerade eben da in dieser Brücke über uns drüber gefahren ist und fährt in den Rangierbahnhof Maschen jetzt ein. Und weil diese Bahnstrecke auch so überlastet ist, wird jetzt auch schon seit Jahren überlegt, ob wie man die Bahnstrecke hier noch weiter ausbauen soll oder ob es nicht doch sinnvoller wäre, eine Neubaustrecke, insbesondere für Fernzüge, also eine Schnellfahrstrecke, zwischen Hamburg und Hannover, beziehungsweise auch zwischen Hannover und Bremen zu bauen. Und da gibt es hier riesige Tumulte und Brände in der Region geführt unter den Leuten, weil bahntechnisch wäre es gar nicht so abwegig, hier eine Neubaustrecke zu bauen, weil hier noch weiter ausbauen. Also eine Sechsgleisigkeit, dafür ist kein Platz in den Orten, ne, sage ich mal. Und sagt, Dreigleisigkeit bringt schon viel, Viergleisigkeit würde noch mehr bringen, aber es wäre nochmal Ausbau durch die ganzen Ortschaften, alles durchbauen nochmal, statt einfach durch, ich sag mal, nirgendwo halt eben Schnellfahrstrecke zu bauen. Aber ja, das müssen die Verantwortlichen in Bahnpolitik und Anwohner unter sich ausmachen. Wir sind hier nur fürs Fahren und fürs ein bisschen Akten erzählen. So, jetzt kommen wir wieder hoch auf 160 km/h. Und hier auf dem Gleis haben wir übrigens kein LZB-Kabel, sondern diese gelben Boxen hier. Und das sind die ETCS-Balisen für das European Train Control System, was bis 2030 die LZB vollständig ablösen soll, was ein einheitliches Zugbeeinflussungssystem für ganz Europa ist. Und ja, bis 2030 werden jetzt alle Strecken nachgerüstet, aber da unser Zug, unsere Lok hier, die ist zwar LZB-fähig, aber nicht ETCS-fähig, deswegen müssen wir hier weiter unter PZB fahren, auch wenn man hier unter ETCS fahren könnte. Meine nächste Station ist Asshausen. So, ganz kurz schauen, unser nächster Halt ist Asshausen bei 155. Ist ja schon. Störung. Störung. Also Störung. Ich muss nach jedem Halt sofort erstmal nachschauen, wann der nächste. Liebe Fahrgäste, der Ausstieg ist auf der rechten Seite. Ja, danke. Dafür war ich jetzt gerade zu Hilfe. Ich habe meinen Halt vergessen. Nee, nicht so schnell halten, Zug. Wir können noch ein Stückchen vorfahren. Immer nachschauen, wo ist der nächste Halt. Vor allem hier als Regionalbahn mit 160 km/h, wo die Halte nacheinander hier Schlag auf Schlag kommen. Da habe ich nicht viel Zeit zum Reden und Überlegen, da muss ich einfach schauen, wo der Halt ist. Dumme Frage, wäre es mit langsamer fahren? Oder das passt dann vom Takt nicht, oder wie? Nee, mein Fahrplan ist dafür aussehen, dass ich darf 160 fahren, ich muss hier 160 fahren. Um den Fahrplan einzuhalten und zum anderen, weil sie uns die Züge stapeln auf dieser Bahnstrecke. Stimmt, da war was. Ja. Sifa. Wenn hier ein Zug Verspätung hat, dann wirkt er erstmal ganz, 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 ganz schnell auf viele andere Züge aus. Deswegen. Gut, natürlich würde ich hier, weil wir gerade beim Ausbau nach vorne waren, ein viertes Gleis durchgehen. Ich würde natürlich deutlich Kapazitäten schaffen, weil. Man muss, wenn man bedenkt, eine dreigleisige Strecke wird behandelt wie eine zweigleisige und eingleisige Strecke. Und in der Regel, und also ich sag mal, juristisch gesehen ist es auch eine zweigleisige und eingleisige Strecke. Weil bei der eingleisigen Strecke hat man immer einen Zug abwechselnd in jede Richtung. Und man muss immer warten, bis der eine Zug durch ist. Und bei der zweigleisigen Strecke hat man eine deutlich, deutlich höhere Kapazität. Einfach weil die ganze Zeit sich Züge in die eine Richtung miteinander folgen. Also auf dem Eingleis fahren die Züge in die eine Richtung. Relativ dicht ineinander und in die andere Richtung fahren die Züge auf dem anderen Gleis relativ dicht ineinander, weswegen die Kapazität deutlich höher ist. Bei einer dreigleisigen Strecke ist es einfach so, man hat einmal das Gleis, wo die Züge alle in eine Richtung fahren können und einmal alle Züge in die andere Richtung fahren können und das dritte Gleis ist wieder eine eingleisige Strecke, wo sich die Züge mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung fahren und dann aufeinander warten müssen. So ein Überlaufgleis. Die Strecke da deutlich mehr Kapazität bildet.
Aber dazu müssten halt einfach hier wieder alles weggeruppt werden und halt eben alle Ortschaften wieder aufgebaggert werden, sage ich mal. Und noch mehr Platz geschaffen werden in den Ortschaften dafür. Was natürlich dann auch fraglich ist, wie sinnvoll das ist. Wenn man nicht ganz eine neue Bahnstrecke baut, wo einfach alle Fernzüge hinkommen, dann hier tun sich Regionalzüge und Güterzüge drumherum streiten. Und die Fernzüge, die fahren alle woanders lang. Weil ich muss jetzt nachschauen, wo der nächste Halt ist, bei 154. Was man ist ja auch, wenn man Züge hat mit unterschiedlichen Durchschnittsgeschwindigkeiten. Wir haben zum Beispiel eine relativ niedrige Durchschnittsgeschwindigkeit, weil wir sehr viele Brems- und Beschleunigungsprozesse haben, immer wieder mal stehen bleiben auf der Strecke, anhalten. Unser ICE, der mit 200 durchrauscht, hat eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 200, während wir eine Durchschnittsgeschwindigkeit von, keine Ahnung, 80, 90 km/h vielleicht haben. Und das heißt natürlich auch, dass sich die Züge da blockieren und überholen müssen irgendwie. Was bei einer viergleisigen Strecke noch machbar ist, wenn man die langsamen Züge auf das eine Gleis noch packt und die schnellen Züge auf das andere Gleis in die eine Richtung packt. Aber mit einer extra Strecke könnte man natürlich dann auch so die Züge trennen, sodass die Züge sich da auch nicht so blockieren. Ist sehr schwierig, weil aber das Einzige, was alle wissen, ist, dass es hier wieder Veränderungen da kommen muss, weil sonst einfach hier der gesamte Nahverkehr zusammenbricht. Oder auch der Fernverkehr in Deutschland. Gut, der Hamburger Hauptbahnhof ist ja auch hoffnungslos zu klein zum Beispiel. Da stapeln sich ja auch die Züge. So, mal schauen. 154, da sind wir auch schon wieder gleich. Darf ich auch schon gleich jeden Moment bremsen. Nächste Station ist Winsen. Hier in Winsen an der Lue ist auch der erste Halt von Regionalexpress, der hier parallel fährt. Der hier auch hält, deswegen sind hier auch drüben an den Ferngleisen Ansteiger. Also das Gleis, auf dem wir hier fahren, ist das sogenannte Regionalzuggleis. Und die anderen beiden Gleise sind die Ferngleise. Oder morgen Metronom hier irgendwie durchrauscht, ist vielleicht ein Leerzug oder so, weil eigentlich halten hier auch die Regionalexpresse, wie gesagt. Fernzüge halten hier nicht, aber Regionalexpress immerhin. Weil hier sind halt, also direkt südlich von Hamburg, wo wir jetzt gerade sind, sehr viele Halte. Deswegen haben wir hier eine Regionalbahn. Und Regionalexpress rauscht halt eben durch und hält halt eben nur hier in Winsen und in Lüneburg. Und dann südlich von Lüneburg bis Uelzen bedient halt eben dann der Regionalexpress 3, der hier parallel fährt, alles. Und fährt dann zweistündlich weiter noch bis Hannover. Und wird dann auch noch verdichtet von dem ebenso zweistündlichen Regionalexpress 2 von Uelzen über Hannover bis nach, vergessen, wo der hinfährt. Wird eingeblendet natürlich. Beim Schnitt kann ich das natürlich alles nachschauen, jetzt live. Nach Göttingen, genau, nach Göttingen fährt der. Das war's. So, ich könnte euch mal auf die Pünktlichkeit gucken, das habe ich gar nicht gemacht bisher. So, Winsen der Lue, 17.05 Uhr ist Ankunft, 17.06 Uhr ist Abfahrt. Oh, plus 3. Ja, auf der Bahnstrecke vielleicht nicht so erfreulich, wenn man plus 3 hat. Die Bahnleiter raufen sich wahrscheinlich schon die Haare, dass ich hier mit plus 3 lang rausche. Weil natürlich dadurch, ihr rauscht eben nicht, das ist das Problem. Ja. Weil das Problem ist natürlich, dass dadurch dann Zugfolgekonflikte unter Umständen hier einstellen. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit ist, bis der Zug hinter mir auf dem Gleis hier fahren soll oder so. Oder was für andere Zugfolgekonflikte dann zum Beispiel im Gleisvorfeld von Lüneburg oder so entstehen könnten. Ne? Das weiß ich ja alles nicht. Ich weiß ja nicht, wo, auf welchem Gleis, welcher Zug wann wo langfahren muss und welchen Zug ich da blockieren könnte, da ich dann Verspätung habe. Ich weiß nur, dass das Risiko relativ hoch ist dafür, dieser Bahnstrecke. So, der nächste ist dann Radbruch. Oh, ein Güterzug mit einer Taurus-Lok der österreichischen Bundesbahn. Sieht man euch alle Tage. Was soll ich sagen? Genau, der nächste halt ist Radbruch bei 143,7. Das heißt, wir können sogar mal 7 Kilometer genüsslich fahren hier. Das ist doch wunderschön. Krass. Bei Radbruch? Ernsthaft? Ja, Radbruch ist ja nicht so alt. Also ich hoffe nicht, dass wir dann Radbruch erleiden, aber... Der Ortsname kam wahrscheinlich irgendwie daher, weil irgendeine Kutsche
hat an der Kreuzung gehalten, hatte einen Radbruch und die sind dann halt stecken geblieben. Und irgendwann sind da immer mehr Leute sozusagen haben dort angehalten und dachten, das wäre irgendein Ort, weil die sich dort eine Hütte gebaut haben. Und so ist dieser Ort entstanden. Und dann ist einfach Radbruch Auto, weil genannt. Man einen Unfall hat, sodass die Leute dann anhalten und helfen. Es wird auch passiert, dass die Leute jetzt deshalb geworden sind, die Helfer. Genau so ist das passiert. Das nehme ich dir ab, die Story. Genauso muss es gewesen sein. Was anderes kann ich mir nicht erklären. Naja, also, hä? Wie kommt man auf sowas? Keine Ahnung. Aber ich muss ja auch sagen, also persönlich hier, also in die Richtung, wo wir jetzt gerade fahren, ist es ja relativ gut noch von der Auslastung, weil wir das Regionalzuggleis sowie das Fernzuggleis, wo wir uns gerade mit dem Güterzug fahren und Rennen liefern. Weil das Gleis, was wir hier befahren, wird vornehmend nur in die Richtung benutzen, die wir fahren. Hin und wieder natürlich auch in die Gegenrichtung. Aber die Gegenrichtung muss halt eigentlich nur das Fernzuggleis erhalten. Auch wir werden auf der Rückfahrt auf dem Fernzuggleis da drüben fahren, weil es ja kein Regionalzuggleis in die Gegenrichtung noch zusätzlich gibt. Deswegen in unsere Richtung hier geht es noch, aber in die Gegenrichtung wird es insbesondere schwierig. So, wo ist der halt? SIFA. 47 Zeit. Soll ich es immer rübergehen? 160 mal erreicht. Jetzt holen wir den Güterzug mal wieder, dann werden wir gleich anhalten werden und gerade noch unseren Güterzug überholen. Dann in Badewick, bis Badewick werden wir den Güterzug überholen, in Badewick werden wir den Güterzug wieder überholen. Naja, so ist es halt. Auch wenn wir jetzt schneller sind, haben der Zug natürlich eine konstantere Geschwindigkeit, während wir natürlich viele Beschleunigungs- und Bremsprozesse haben, dadurch natürlich auch eine deutlich niedrigere Durchschnittsgeschwindigkeit. Sollte doch auch gleich schon wieder bremsen. 43,7, also bei 1 Kilometer vor, noch 144,7 ungefähr. Kann ich in die Reise gehen. Jetzt auch schon parallel zwei grüne Signale. Naja. Nächste Station ist Radbruch. Fahrgäste, der Auto befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Ich habe mal wieder recherchiert nach Radbruch. Da ist ja wirklich jede Möglichkeit. Den Ortsnamen recherchiert. Das gibt's doch nicht, ey. Was denn? Der Lüneburger Chronist Kaspar Sagitt. Ist ganz viele komische Namen, ich spreche sie wahrscheinlich Lüneburg alle ist aus. Ja gleich um die Ecke. Kaspar Sagittiarius. Sagittiarius. Nennt für dieses Jahr unter den Lüneburger Familien neben den Vinseni und den Bardowicki auch die Radebrocki. Na, aber guck mal, jetzt kommen die Ortsnamen aber hin. Vincent, Bardowick, Radbruch. Radebrocki. Damals hat man den Nachnamen eingeführt und diese wurden in den Städten auch nach dem Herkunftsort der Bürger vergeben. Die Radebrocki, das wird tatsächlich mit Brock und dann zwei I hinten geschrieben. Ja, oder später die Radbruchs. Oder später die Radbruchs. Gerade Brocki-I aussprechen. In Latein hat man jeden Buchstaben einzeln ausgesprochen übrigens. Radebrocki-I, okay, gut. Das ist Genitiv, also die Stadt der Radebrocker in dem Sinne übersetzt. Und ja, Latein doch recht. Oder später die Radbruchs haben, ob sie miteinander verwandt sind oder nicht, den Herkunftsort ihrer Vorfahren gemeinsam. Ob dieser Ort das heutige Radbruch war oder diese ersten Radbrocki aus den Randsiedlungen um das große Radbruchgebiet stammen, ist noch nicht zweifelsfrei geklärt. Eine andere Quelle bezeugt den Namen 1270, als es in Lüneburg zu einem Prozess um das gestohlene Schwert eines Ritters Johanni Radhebrocke kam. Das eisenhaltige Wasser der Bruchwaldniederung weist oft eine Rotfärbung auf, daher der Name Roter Bruch, Roddau, Rote Aue, später dann Radbruch. Also die wissen selber nicht, woher der Name kommt. Ja, eher durch die Familie oder durch eisenrot gefärbten Bach. Oder durch den Johanni Radehebrucke, Herr Broke. Der ja, wahrscheinlich auch zu der Familie der Radbrocki irgendwie mit, vielleicht, keine Ahnung. Nee, Radebrocki ist was anderes als Radhebrocke. Also es wird ganz anders geschrieben. Ja, okay. So, auf jeden Fall, jetzt geht's zu den Bardowicki.
Bardowick bei 137,5 als nächstes und danach kommt auch schon Lüneburg. Unser Ende, wo wir dann einmal 10 Minuten Wendezeit haben und dann in die Gegenrichtung laufen müssen. Aber erstmal hier 137,5, also Bardowick. Ja, ich glaube, der Güterzug hat uns jetzt ist deutlich jetzt vor uns. Ich glaube, den holen wir nicht nochmal ein. Dazu haben wir jetzt zu lang gestanden. Hast du schon geschaut, wann der nächste Halt kommt? Ja, 137,5. Bardowick immer noch. Wie ich jetzt gerade schon dreimal gesagt habe. Lieber einmal mehr nachfragen. Ja, 137,5 Bardowick. Wollen ja nicht durchrauschen, ne? Ich zähl gerade runter, oder? Weißt du, das Schöne ist auf der Rückfahrt, wenn wir jetzt gleich noch ein bisschen LZB-Spaß haben, weil wir dann komplett unter LZB fahren können. Ja. Weil das noch autonomes Fahren. Das ist ja mit LZB ausgerüstet. So, da sind wir dann nämlich Züge in der, unter LZB vor der Herpa und dann siehst du das nämlich auch, weil du immer siehst, dass dann die Signale nach und nach im Abstand von 3-4 Kilometern dann nach und nach erst grün schalten, ne? Weil in der LZB kann man das nämlich alles dann sehen. Müssen wir mal schauen, ob wir das dann haben, dass ein Zug da relativ eng vor uns fährt. Aber ja, da kann man das dann auch absehen. Und wenn man zum Beispiel dann einen Zug hat mit einer niedrigen Geschwindigkeit vor einem, auch bei dem man eine Angst hat, dass man auf den auffährt, kann man zum Beispiel auch einfach dann langsamer fahren. Sonst hätte man das Problem, dass man die ganze Zeit immer bremsen muss, weil rotes Signal kommt, wieder beschleunigen, wieder bremsen. Oder man kann einfach dann sehen, dass man einfach eine langsamere Geschwindigkeit annimmt und dann halt einfach konstant weiterfährt, was natürlich im Fernverkehr deutlich angenehmer für die Fahrgäste ist. Als wenn man jetzt jedes Mal bremsen beschleunigt. Nächste Station ist Bardowick. So, drüben steht ein Güterzug auf dem Abstellgleis hier. Das sind ein paar Gleise hier in Bardowick, wo man einen Zug abstellen kann. Wo man zwischendurch parken kann. Ich glaube nicht, dass er auch abgestellt, sondern eher wie geparkt. Weil er gerade irgendwie verspätet hat und nicht durchkommt oder so. Ist ja häufig, dass Güterzüge ominöse Verspätungen haben. Hatte ich in der letzten Folge auch thematisiert, wie da die Rangfolge von Zügen ist. Gibt auch ein tolles YouTube-Short dazu. Sehr geehrte Fahrgäste, der Ausstieg für Sie in Fahrtrichtung rechts. Ganz wichtig. Und dann haben da teilweise Güterzüge auch dreistellige Verspätungswerte in Minuten oder vierstellige Verspätungswerte in Minuten, was gar nicht so untypisch ist. Und dann müssen die auch teilweise auch an die Seite vorangeholt werden, damit sie keine anderen Regional- oder Fernzüge aufhalten und erstmal wieder eine Lücke irgendwo ist, dann werden die da einfach eingeschleust. Und währenddessen müssen die in irgendeinem Bahnhof mal irgendwo an der Seite warten. Und kriegen dadurch natürlich noch mehr Verspätung, versteht sich. Aber blockieren so keine anderen Züge. So, Bardowick 15. Wir haben immer noch unsere 4 Minuten Verspätung. Ich glaube, es waren schon mal zwischenzeitlich 3. Ich sag mal so, auf der Rückfahrt in aus Lüneburg können wir mal schauen, ob wir dann wieder pünktlich sind. Wobei ich auch sagen muss, also mehr als 4 Minuten Verspätung sollten wir nicht bekommen, weil wir haben 10 Minuten Wendezeit in Lüneburg. Und 6 Minuten ist ja die Regel, wenn es heißt, wenn wir jetzt 4 Minuten Verspätung haben, dann haben wir nur noch 6 Minuten Wendezeit. Das heißt, in der Realität, wo wir nicht einfach an den anderen Führerstand rübergeportet werden, würde es dann eng werden, wenn wir mehr als 4 Minuten Verspätung haben, weil dann müssten wir uns ganz schön beeilen in Lüneburg, dass wir dann rechtzeitig wieder auf dem richtigen Führerstand sind und losfahren können. Aber das Problem haben wir zum Glück nicht, wir werden einfach teleportiert, auf ganz ominöse Weise. So, und dann in Lüneburg werden wir einmal auf eine andere Bahnstrecke überwechseln. Bei Lüneburg, der Bahnhof hat eine sogenannte Westseite und Ostseite. Und die Ostseite ist halt eben hier die von unserer Bahnstrecke mit den Gleisen 1 bis 5. Da ist dann noch eine zweite Bahnstrecke, die abzweigt, die hat dann noch die Gleise 4, 5 und hier ist halt eben die Bahnstrecke 1 bis 3. Und dann gibt es halt eben noch die Westseite, wo dann unter anderem wir rüberfahren werden dann von dem Gleis hier. Wo dann auch nochmal eine andere Bahnstrecke irgendwie dann ist. Deswegen muss man in Lüneburg auch mal aufpassen, ob man jetzt auf die Westseite oder auf die Ostseite vom Bahnhof muss. Gleise 1 bis 5 ist Ostseite, Gleise 6 und 7 ist Westseite und wir kommen auf Gleis 7 an. So, auch gleich sehen, wir kommen auf Gleis 7 und nicht auf Gleis 6. Das hat nämlich auch einen ganz interessanten Hintergrund.
gleich vor Ort zeigen kann. Sie werden auch gleich relativ langsam runter müssen. Sie sind schon 60 und 40 km/h, weil wirklich über so eine Verbindungskurve da dann auf die Westseite vom Bahnhof Lüneburg rübergeleitet werden. Und nicht hier auf der Ostseite halten. So, ja, Geschwindigkeitsreduktion auf 100 km/h. Natürlich bremsen, damit wir am Geschwindigkeitsprüfabschnitt dann auch langsam genug sind. Wenn ich ausgebremst bin, habe ich auch in der letzten Folge erklärt, wie so ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt funktioniert. Gibt es auch ein YouTube-Short zu. Jetzt habe ich stark genug gebremst, jetzt sind wir unter 100 km/h sogar schon. Wo wir noch ein bisschen Zeit gehabt hätten. Den Geschwindigkeitsprüfabschnitt einmal mit seinen 1, 2, 3 Magneten. Noch ein paar Balisen. Also bei der ETCS, das funktioniert eigentlich ähnlich wie bei der LZB, dass man nicht ein durchgehendes Kabel hat, das einem Information ermittelt, sondern dass man hier diese gelben Kästen, diese Euro-Balisen hat, die einem dann immer die Information übermitteln, wenn man gerade über die Truhe fährt. Und ihr habt gerade gesehen, hier drüben auf dem Gleis neben uns kommt schon wieder der nächste Zug. Ne? Ist schon wieder grün geworden. Also. Ein Stress, die Leute hier. Na? Zugbeeinflussung. Jetzt am runter auf 60 km/h und sagt, jetzt hört die Dreigleisigkeit auf, da hätten wir jetzt gerade rüberfahren müssen oder wir bleiben hier auf dem Gleis, was jetzt zur Verbindungskurve nicht wird, in den Westteil rüber vom Bahnhof. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir unseren Zielbahnhof Lüneburg. Dort haben Sie Anschluss an den Metronom RE3 zur Weiterfahrt in Richtung Hannover Hauptbahnhof um 17.34 Uhr von Gleis 1 auf der Ostseite sowie den RE83 nach Kiel Hauptbahnhof um 17.45 Uhr von Gleis 5. Bitte beachten Sie auch die Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig. Dieser Metronom fährt nach kurzem Aufenthalt wieder zurück als RB31 zum Hamburger Hauptbahnhof. Das Team des Metronomen verabschiedet sich von allen Fahrgästen. Auf Wiedersehen. So, jetzt geht's hier mal rüber auf diese Bahnsteigverbindungskurve. Nicht wundern, dass bei sich 230 als Kilometer ist. Und hier kommt einmal die Vorankündigung für 40 km/h. Also einmal Langsamfahrt ohne nähere Bedienung. Nächste Station ist Lüneburg. Gelten dann jetzt auch ab hier. Sehr geehrte Fahrgäste, der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Bitte steigen Sie alle aus. Zugbeeinflussung. Aber auch unsere Gelb. Oh Gott, da muss ich mal kurz niesen. Jetzt mehr so ein bisschen langsamer als 40 km/h. Das muss ja nicht sein, vor allem, wir haben es 23, wir haben jetzt gerade noch 2 Minuten Verspätung. Krass, krass. Sogar doppelt was reingeholt für den Bauderweg bis hierher. Aber das muss man jetzt natürlich nicht verlieren, deswegen gehe ich mal wieder hoch auf die 40 km/h. So, wir kommen jetzt natürlich jetzt auf Gleis 7. Das einzige Gleis, was keinen barrierefreien Bahnsteig hat in Lüneburg hier. Ihr seht es da drüben auf Gleis 6, ist schon eine Regionalbahn, denn wir haben hier auch eine Art Taktfahrplan in Niedersachsen, wo die Züge an den wichtigen Knotenbahnhöfen zur vollen und halben Stunde sich alle treffen, so wie es auch in Schleswig-Holstein in den letzten Folgen hatten. Da steht ja mit Regionalbahn. Und ihr seht, unser Gleis 7 hier ist nur über diesen Durchgang da zu erreichen. Ne? Und unser Zug ist so lang, würden wir auf Gleis 6 stehen, dann würden wir auf diesem Übergang stehen und dann würden die Leute hier nicht auf Gleis 7 rüberkommen, wo dann die andere Regionalbahn hier steht. Deswegen müssen wir hier auf Gleis 7 fahren und die Regionalbahn hätte eben hier drüben auf Gleis 6 am Bahnsteig so, dass der Übergang zu Gleis 7, der Bahnsteigübergang immer noch, also der Gleisübergang da immer noch frei ist. Deswegen, auch wenn man natürlich wahrscheinlich versuchen würde, in der Realität hier diesen Bahnsteig 7 möglichst wenig mit Zügen zu belegen, ne? Also wenn möglich, weil der nicht barrierefrei ist. Aber drüben auf der Ostseite vom Bahnhof, da sind eben auch alle Gleise belegt, weil hier einfach sich einige Züge aus der Region treffen. Übrigens, jetzt kann man gerade nicht sehen, aber hier auf den Schildern steht sogar drauf Lüneburg Westseite. Aber ich habe es natürlich so gehalten, dass man es nicht sehen kann auf irgendeinem Schild. Einmal auch das Empfangsgebäude von Lüneburg, Gleis 6, Gleis 7.
Wenn wir hier mal durchschauen, da am Bahnsteigkante von Gleis 1, da steht auch ein Zug, dann haben wir Gleis 1, 2, 3 an der Hauptstrecke und dann Gleis 3, 4 und 5 dann noch an der Bahnstrecke, nach da hinten irgendwo geht. Und ich würde sagen, ich spule mal kurz vor, bis hin zu der Zeit, wo wir dann wieder in die Gegenrichtung zurückfahren. So, da seht ihr das, wir haben plötzlich Ausfahrt bekommen mit Langsamfahrt. Wir haben 17.31 Uhr, noch eine Minute. Übrigens hier dieses Cockpit, das ist jetzt von der Steuerwagen, von dem Doppelstockwagen hier. Und von diesen Doppelstock-Steuerwagen gibt es zwei unterschiedliche Typen, die haben auch unterschiedliche Cockpits. Und die haben jetzt einmal dieses Cockpit und ich denke mal in einer der anderen Folgen werden wir dann nochmal das andere Cockpit bestimmt auch sehen. Weil die unterscheiden sich doch recht stark vom Aussehen her. Und auch von dem, wie dann die LZB aussieht in denen. Weil ich halt gar nicht weiß, ob dieses Cockpit hier überhaupt LZB-fähig ist. Aber ich glaube schon. Ich weiß, das andere ist es auf jeden Fall. Bei dem hier bin ich mir tatsächlich gerade gar nicht so sicher, dass LZB-fähig ist. Aber ich glaube, das werden wir gleich sehen, ob wir unter LZB dann fahren oder nicht. Weil ich gerade die ganzen LZB-Einrichtungen und Displays und so nicht sehe. Das hier ist auch älter. Ich glaube, das andere Cockpit ist auch neuer. Weil hier sehen wir, das ist auch sehr, sehr vieles analog. So hier analoge Lampen und sowas. Und die Lok da schon moderner wirkte. Aber an sich ist die LZB auch nichts Neues, weil die wurde damals mit der Einführung, noch vor der Einführung des ICE-Betriebs überhaupt, gab es die ja schon, weil die in der Cities damals ja schon 200 km/h teilweise gefahren sind. Ich glaube, die wurde schon in den 70er oder 80er Jahren entwickelt, die LZB. Deswegen, sowas Neues ist die jetzt gar nicht. Und bis 2030 wird sie ihr zeitliches gesegnet haben. Bis dahin werden alle LZB-Strecken dann auf ETCS umgerüstet. Und doch europäische Fernzüge fahren können, ohne dass die 300 Millionen Zugsicherungssysteme haben. Aber wir haben sie zum Beispiel auch bei uns. Wir haben ja ICEs mit halt deutschem Zugsicherungssystem. Und wir haben dann zum Beispiel noch den ICE 3M zum Beispiel. Also wir haben einen normalen ICE 3, dann gibt es auch den ICE 3M. Der wie der IC3 ist, nur ist der nicht nur das deutsche Zugsicherungssystem und deutsche Stromsystem hat, sondern auch noch Stromsystem für Niederlande, Belgien, Frankreich, Luxemburg. Ich hätte bestätigen müssen und nicht so viel reden müssen. Dafür, dass er noch der andere Stromabnehmer hat, auch die ganzen Zugsicherungssysteme für die ganzen Länder auch alle besitzt und sowas. Und so müssen wir dann einfach nicht mehr machen, weil wir dann einfach dann den Zügen des Nationalzugsicherungssystems, wie in dem Fall jetzt die PZB gibt, als Rückfallebene für den Fall, dass die ETCS, was ja dann komplett automatisch ist, ausfällt. Ist ja bei der LZB jetzt auch schon. Theoretisch bräuchte man bei der LZB auch gar keine Signale, aber ist nicht erlaubt ohne Signale. Bei ETCS, bei den höheren ETCS-Automatisierungsstufen ist tatsächlich sogar ohne Signale fahren möglich. Also ich glaube, es ist sogar schon bei ETCS 2 möglich. Deswegen. Außerdem einfach dann das Ganze. Ist halt einfach dann so vieles digital, dass für den Fall, dass was ausfällt in den Systemen, dass man dann einfach dann noch eine Rückfallebene hat, um noch ordentlich fahren zu können. In dem Fall die PZB, wenn noch dann nur mit maximal 160 km/h. Oder in anderen Ländern, dem anderen Nationalzugsicherungssysteme. Und weil die PZB, die ist sehr, sehr sicher, da kann nicht viel schief gehen. Und sollte doch, naja, dann muss man immer noch hart auf schriftlichen Befehl und Sicht machen. Was dann aber natürlich deutlich langsamer da ist. Aber ja, deswegen, dass man eine Rückfallebene hat. Und da bräuchte man nur noch zwei Zugsicherungssysteme. PZB oder was anderes, je nachdem welches Land es ist. Und halt eben ETCS. Deswegen hat man das eingeführt. Ist natürlich auch ganz schick, schön und simpel. Dann warten wir, dass das Wechselbling und die 1000 Hertz aufhören, weil dadurch bin ich jetzt mit 40 km/h restriktiert, obwohl ich hier mit 60 km/h durch das Weichenvorfeld fahren durfte. Aber es ist meine Strafe dafür, dass ich die 60 km/h nicht bestätigt habe. So, ich darf auf 60 hoch. Dann sehen wir hier auch einmal eine 14 für 140 km/h, die wir fahren dürfen. Das Team des Metronomen begrüßt Sie auf der Fahrt von Lüneburg nach Hamburg Hauptbahnhof mit Halt an allen unterwegs halten und wünscht eine angenehme Fahrt bei uns an Bord.
Die Züge des Metronomen fahren dabei alkoholfrei. Verzichten Sie deshalb auf den Konsum und die Bereitstellung von alkoholischen Getränken während der Fahrt. Vielen Dank. Und das muss ich mir der nächste merken, planmäßige Halt ist Badovik. Über diese Richtung fahren ist der Bahnsteig von Badovik schon ein bisschen vor 137.5. Das heißt, ich sollte schon ein bisschen vorher bremsen. Ne? Vielleicht schon so bei, keine Ahnung, nicht 136.5, sondern 136.3 oder so. Über 136.2, bin ich sicher. Na, guck mal, seht ihr, da ist der Güterzug, der hinter uns hergefahren ist, mit einer relativ alten Lokomotive. Konnte gar nicht erkennen, was das für eine ist. Und der jetzt gerade hier irgendwo behaupten musste in Lüneburg. Wahrscheinlich, weil wir über das Gleisvorfeld jetzt gerade eben noch hingekommen sind. Aber das liegt ja nicht an uns, weil wir sind ja pünktlich. Ja, jetzt bist du. So, 137. Aktuell von der LCB noch geordnet. Mal schauen, ob die noch kommt oder ob das Ding doch gar nicht LZB-fähig ist. Dann werden wir uns natürlich in einer oder anderen Folge zu der LZB bauen. Keine Sorge. LZB-Spaß wird es noch geben. Und bin dabei dann mal über den Bahnsteig hinausgerollt, weil aufgefallen ist, dass der Bahnsteig schon ein bisschen vor 137.5 liegt. Vielleicht haben wir hier 137.0, da sehen wir den Bahnsteig schon. Welche Frage ist der Ausstieg plötzlich in Fahrtrichtung rechts? Also er ist eher so bei 137.3, würde ich behaupten wollen, der Bahnsteig. Oder in die Gegenrichtung. Der ist dann bei 137.5, weil der ist mit der nach hinten geschoben. Ich weiß auch schon, wie der Türwahlhebel hier so riesig ist. Soll ich auf jeden Fall stehen? Oder länger am Bahnsteig, aber ich denke schon, ja. Müsste hinhauen. Weil ein bisschen zu früh gehalten habe. Ich hätte noch ein bisschen rollen können. Ja, aber ich glaube, der hat tatsächlich keine LZB, weil die LZB müsste eigentlich schon angesprungen sein. Wir haben schon lang genug das Kabel unter uns fließen. Die springt doch nicht immer sofort an, wenn man das Kabel unter sich hat, weil die LZB ist dann noch in so Abschnitte geteilt. Und immer wenn ein neuer Abschnitt beginnt, dann kann man sich in die LZB, sag mal, einloggen, in Anführungszeichen. Ne? Dann kann der Zug da reinspringen in die LZB. Deswegen, aber das sollte eigentlich schon vorbei sein. Naja, dann hat keine LZB. Ist auch nicht so schlimm, ne? Ist ja wirklich noch mehr zu tun. Ja. Wobei fahren und LZB natürlich auch ganz schön ist, aber ich glaube, in dem Cockpit ist es auch ein bisschen wenig anschaulich, wenn hier LZB wäre. Aber ich sehe auch keine LZB-Einrichtungen hier, also LZB-Lampen oder sowas. Deswegen war ja auch mein Verdacht, dass der vielleicht gar keine LZB unterstützt. Deswegen machen wir es auch mal, wenn wir dann entweder mit der Lok fahren, wie jetzt gerade Hinzus, oder dann mal in dem anderen Steuerwagen fahren, von dem ich weiß, dass der auf jeden Fall LZB unterstützt. Weil da kann ich auch noch schön zeigen, wie man unter LZB fährt, ganz in Ruhe, weil das bisschen, was wir jetzt gefahren sind in der LZB, da musste ich ja die ganze Zeit immer nur beschleunigen und direkt wieder bremsen und so fort. Da bin ich ja kaum dazu gekommen, euch da was richtig zu zeigen. Ich habe es euch gerade mal die Basics erklären können. So, dann geht's wieder zu Tobis Lieblingsort, der Radweg. 143.7. So, hier, da können wir noch mal fahren. Ne? 143.7. Wir hätten 38 abfahren sollen, jetzt muss 40, ja, das haut hin. Also pünktlich ist noch wahrscheinlich gewesen im Badeweg. Das war ich nochmal ein Radweg und prüfen, ob wir auch pünktlich sind. Aber ich denke schon. Und wenn sie wundert, wie wir überhaupt 4 Minuten sind, dann kommen wir eigentlich nur sehr sehr pünktlich. Vielleicht mal 1-2 Minuten oder 4 Minuten. Das hatte ich seit langem schon nicht mehr auf der Strecke hier. Zwangsbremsung. Ja, trotz Zwangsbremsung.
Lehrbücher teilweise, kriegt ja hin und wieder einfach mal, weil ich bin auch das Kind, hab da noch, ich mache auch manchmal Fehler. Insbesondere, wenn ich mit euch die ganze Zeit rede und dadurch natürlich nicht mehr im Vorlauf, was ich für Strecke habe. Wenn man 13, dann war ich in den Zug und hab nebenbei noch ein YouTube-Video offen, was ich baue oder höre Musik noch parallel, wodurch ich natürlich auch noch anwenden kann. Deswegen in der Realität sitzt man einfach hier stumm vor dem Ding und hat seine volle Konzentration auf der Strecke oder auf dem Zug, dass man auf der alles falsch macht. Zu schnell gerade. So, 143. Ja, haben wir noch knapp 2 Kilometer. So, dann müssen wir noch knapp 3 Kilometer. Das sind 2,5 jetzt in der Runde. Und dann sind wir schon am gebrochenen Rad. Februar ist also die ganzen Ortschaften, die alle nach den Familien benannt wurden. Da hat sich einfach irgendein Verwalter einfach gemacht. Der musste sie bald benennen. Und dann hat er halt so ein paar Familien, die aus den Ortschaften kamen, und dann hat er die Namen genommen. Nächste Station ist Wabro. Aber ich meine, wie sollst du diese Masse? Du hast ja unglaublich viele Orte. Also so kleine Dörfchen oder so. Die haben alle einen Namen. In der Regel haben sich immer im Mittelalter mal irgendwann eingespielt. Ja, immer eine Regionalbahn, die Gegenrichtung schon wieder, einen Hof. Ich dachte, wir können den Punkten. Ich bin mein, die haben nur 2 Umläufe und die wegen sich halt eben in Stelle. Okay, wir haben noch ein IC in die Gegenrichtung. Heute noch ein Sonderzug oder irgendwas. Ein zusätzlicher Umlauf. Hauptverkehrszeit sind wir gerade unterwegs. Heute gerade ja einen extra Umlauf mit der Linie, das weiß ich gar nicht. Ja, aber in der Regel ist ja bei Dörfern so, dass sich da die Namen ja eingebürgert haben durch irgendwelche besonderen Gegebenheiten, dass dann einfach dann gesagt haben, ja, das ist ja der Ort am Berg, oder das Dorf am Berg, dann wurde irgendwann ein Bergdorf draus, dann wurde irgendwann, keine Ahnung, Bergedorf draus, oder durch irgendwelche Sprachverschiebungen, weil das war, keine Ahnung, slawisches Siedlungsgebiet, was wir viel im Osten ja auch haben, was die irgendwelche Namen hatten, dann kam halt eben dann deutsche Siedler, die einfach deren Namen übernommen haben, ohne zu wissen, was es bedeutet so richtig und so fort. Oder es dann abgewandelt haben und in ihre Sprache dann umgewandelt haben. Und auch durch die ganzen Sprachwanderungen. Das Deutsche hat sich auch in den letzten Jahrhunderten extrem weit weiterentwickelt. Also wenn man sich mal, keine Ahnung, so ein Mittelhochdeutsch oder sowas, was man dann im Hochmittelalter gesprochen hat, anhört, das klingt nicht wie Deutsch, was wir kennen. So. Und dadurch entwickelt sich dann die Ortsnamen natürlich auch weiter. Nach und nach. Und so sind die dann entstanden. Ne? Deswegen ist es ja auch so interessant, nach den Herkunften von Ortsnamen zu suchen, weil man die teilweise einfach gar nicht mehr findet. So. Teilweise schon noch, aber in der Regel einfach nicht mehr. Wenn man so ganz seltsame Sachen rauskommen. An Orten. Ich bin zum Beispiel vor kurzem hier bei uns in der Region mit einem Regionalbus gefahren. Bin ich auch durch Oberhässlich gefahren, zum Beispiel. Im Erzgebirge. Und sich dann natürlich auch fragt, wie kam es, dass der Ort Oberhässlich heißt? Naja, Ober ist ja allgemein so. Es könnte also irgendwas mit slawischen Siedlern zu tun haben, die sehr, sehr viel zwar so Kulturen und Ortsnamen. Ey, du kannst doch nicht einfach so eine ganze Gruppe als hässlich bezeichnen. Das fällt ja ein. So heißt der Ort halt. Das ist Oberhässlich gewesen. Ja, aber Ober, das ist ja so ein allgemeiner Name. Also du hast ja auch Oberwiesenthal, Oberlausitz, Ober irgendwas. Ja, aber es gibt natürlich auch Unterhässlich. Es gibt Oberhässlich und Unterhässlich. Man denkt Unterhässlich einfach etwas tiefer als Oberhässlich. Keine Ahnung. Treppenberg. Ein Weisen. So, 154 haben wir Winsel an der Lühe. Ich glaube, es ist hier die größte Distanz zwischen zwei Bahnhöfen hier, zwischen Radbruch und zwischen zwei Halden, zwischen Radbruch und Winsen bei Radbruch und Haltepunkt. Ja, genau, hier auch der Haltepunkt. Wollen wir mal ein bisschen ausfahren. Einfach noch 6 Kilometer haben. Ne, falsch, 150, so viel wie die Hälfte meiner. Bei 140 Kilometer. Aufwärts. Dann sind es nur noch 3 Kilometer. 254.
bis durch die Gegend rauschen. Du gehst in den Speed. Genau, das kommt dann noch mehr im Regionalexpress. Wie gesagt, hat er schon mehrfach gesagt, dass wir durch die Gegend rauschen, ist nicht ganz so meins. Klar, mit der Regionalbahn, da tun wir noch relativ häufig bremsen. Aber ich denke, im Regionalexpress, also ich kann das gerade noch ertragen, das ist noch in Ordnung. Auch wenn ich natürlich, wie schon gesagt, die Regionalbahn mit 80 km/h natürlich viel besser mag, wenn wir über die Nebenbahn da schuckelt. Nächste Station ist Winsen. Sehr geehrte Fahrgäste, der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Dicht gedrängt hier am Bahnsteig, wollen aber viele mit uns mitfahren. Aber na, so geht eigentlich, sah mehr aus, aber es wollen trotzdem doch gut Menschen mit uns mitfahren. Aber gut, wir sind ja auch, wie in der Regel eigentlich alle Metronomzüge, eine Lok der Baureihe 146 oder teilweise aber auch 147, bin mir gar nicht sicher, aber auf jeden Fall 146, jedenfalls 147. Und 6 Doppelstockwagen, also 5 Doppelstockwagen und 1 Doppelstock Steuerwagen. Also für den Fahrgäste relativ egal, ob das jetzt ein Mittelwagen oder ein Steuerwagen ist. Hauptsache findet genügend Platz. Deswegen lassen wir uns alle mal schön einsteigen. In seiner Lure 47 ist Ankunft, 48 Abfahrt. Och, wir sind pünktlich auf die Minute. Jeha! So, schauen wir mal, bis das rote Männchen weg ist. Und jetzt 48. Kann ich schon mal Türschließung einleiten. Also einfach die Türfreigabe rausnehmen und dann schauen, bis alle Türen zu sind. Sehe ich dann ja, wenn die Türlampe aufgehört zu blinken. Natürlich auch um Tür klingeln. Ich bin ganz kurz weg. Na, no. Machen wir das. Doppelstockwagen haben wir sicher dieses typische Türklingeln. Bei uns in Dresden, die S-Bahn ist ja auch die einzige in Deutschland, die noch mit Doppelstockwagen fährt. Was ja früher in der DDR eigentlich so gang und gäbe war, weil Doppelstockwagen viel Kapazität, deswegen auf S-Bahn eingesetzt, aber schlechte Beschleunigung bei Lokomotive statt Triebwagen. Aber so in Dresden fahren immer noch Doppelstockwagen, Wendezüge. Als S-Bahn, aber da zum Beispiel ist es so, dass da das Tür-Klingeln beim Fließen zum Beispiel, dass es da ausgestellt wurde bei den Doppelstockwagen. Aber ansonsten haben Doppelstockwagen ja dieses ikonische Klingeln. Da bin ich wieder. Na, willkommen zurück. Ja. Ich habe nur was über Tür-Klingeln bei Doppelstockwagen erzählt. Und dass die S-Bahn-Doppelstockwagen bei uns in Dresden das nicht haben, weil sie es da ausgeschaltet haben. So, 155 haben wir Asshausen und wir werden einmal rübergeleitet auf das sogenannte GZ-Gleis, das Güterzuggleis. Wie gesagt, zwischen Asshausen und Schwelle ist es dann viergleisig, wobei wir hier die zwei Fernzuggleise haben, da drüben das Personenzuggleis und dann hier das vierte Gleis, was ich auch mache, das sogenannte Güterzuggleis, weil über das nämlich auch die ganzen Güterzüge zum Beispiel Bahnhof Maschen müssen die auch über dieses Gleis drüber fahren, deswegen heißt es Güterzuggleis. Soll auch gleich sehen, dass da dann noch der Abzweig zum Rheinschirmbahnhof Maschen kommt. Kann ich gleich auch nochmal genau zeigen, wie dann die Züge da über uns mit Brücke hinüber dann in den Rheinschirmbahnhof Maschen reinfahren, die wir auch relativ gut sehen können. So, 155 ist das. Und ich glaube, da ist jetzt noch 130 Meter vor. Weil die Weiche nicht rüber auf das Zuggleis mit 130 Meter ist. Das heißt, der Niveau. Ich wollte gerade 150 drüber gehen, weil hier kommen wir auch schon die Anflugler mit dem 100 drüber. Dann. Na dann. Aber uns jetzt eben dann zu 154. Nächste
nächste Station ist Asshausen. Du, 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 du. Das war eine 20 Minuten Geschwindigkeitsprobeabschnitt. Da habe ich nicht stark genug gebremst. Na dann, so viel zur Pünktlichkeit, ne? Kann nicht perfekt sein, alles immer. Aber ich lange Zeit. Ausbildet und ich lenke mich, lass mich die ganze Zeit ablenken, da ich das mich durchrede. Ja. Oder in meiner Freizeit, indem ich dann gerne YouTube schaue oder Videos, oder YouTube schaue oder Musik höre noch. Deswegen bin ich natürlich dazu prädestiniert, auch Fehler zu machen. In dieser Umgebung. Ja, ich freue mich nicht, weil hier direkt hinter der Weiche, da sehen wir so, ist auch schon der Bahnsteig. Ich bin ja mittlerweile ortskundig halbwegs. Sehr geehrte Fahrgäste, der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. So, jetzt kommen hier nochmal Schild 130. Das Gleis allgemein ist auch nur 130 km/h befahrbar. Und an Stelle das 80 km/h. Da ist dann nämlich der Abzweig aus dem Werk, geht dann hier dieses Gleis nämlich dann aus der Güterzugstrecke, wo ich vorhin sagte, hier biegt der Güterzug Karlsruhe über auf Maschen ab und wir müssen dann über ein Gleisvorfeld dann auf den Bahnsteig von den Außenbahnsteig von Stelle fahren. Das dann aber auch auf einem Überholungsgleis noch ist. Und ja, es ist ein bisschen komplizierteres Gleisvorfeld, deswegen muss er dann ja, langsamer fahren. Aber das werdet ihr gleich sehen, wenn wir an der Stelle sind. Ist ja nicht mehr weit. Aber die Vielgleisigkeit bietet jetzt natürlich auch uns dem Zug hinter uns die Gelegenheit, uns zu überholen. Ich werde das doch gleich passieren, dass irgendein Zug von hinter uns zu überholen wird, weil gleich in Stelle, dann ist ja das Vielgleis wieder zu Ende. Dann muss er wieder zurück. Deswegen ist es hier die einzige Möglichkeit, in diese Fahrtrichtung einen Zug zu überholen. Also einen langsameren Zug zu überholen wie uns. So, apropos Stelle, das ist dann bei 158,2. Ja, das sind ja auch nur noch 3 Kilometer bis dahin. Das andere ist auch in der Regel, hier steht zwar 80 Bucherplan, aber aus meiner Erfahrung weiß ich, dass wir in der Regel langsamer Geschwindigkeiten angezeigt bekommen, um nach Stelle einzufahren. Das kommt einfach darauf an, wie wir da über welche Weichen drüber huppeln. Das sind teilweise auch niedrige Geschwindigkeiten gelten. Deswegen gesagt, also Hauptinstanz sind ja immer noch die Streckengeschwindigkeiten. Das ist der Buchfahrplan. Also was die Signalgeschwindigkeiten. Streckengeschwindigkeit ist das, was du in der Theorie fahren kannst, wenn du auf der freien Strecke bist, ohne irgendwelche Weichen. Der Buchfahrplan sagt halt das, was du planmäßig und voraussichtlich fahren sollst. Aber die Signale können natürlich davon abweichen. Ne? Deswegen haben die natürlich immer Vorrang. Ja, 40. Sache, welche langsame Geschwindigkeit bis zu 40. Das ist echt Schneckentempo. Ja. Aber wenn man einen anderen Zug dann noch die Gelegenheit zu überholen, wenn wir jetzt so langsam hier fahren. Das sind wir jetzt noch länger hier aufgehalten auf der Strecke. Dann hat der andere Zug zum Überholen noch mehr Zeit, weißt du? Wo war der halt? Nochmal. Stelle, da. 158,2, genau. Na, also noch ein Kilometer, dürfen wir sie mit 40 km/h rumschleichen. Ein ganzer Kilometer mit 40 km/h. Nächste Station ist Stelle.
das Ausfahrsignal in Stille ist auch noch rot. Da kriegen die keine Ausfahrt. Das sehen wir an dem gelben Vorsignal. Wir haben einmal das Einfahrsignal, zum anderen natürlich darunter das Ausfahrvorsignal, das AV-Sig hängen. ESIG und AV-Sig zusammen. Die ganzen Bahnabkürzungen, die ganzen faulen Eisenbahnen, die nicht aussprechen können, sondern immer nur für alles Abkürzungen haben. So, und jetzt geht es hier nämlich einmal nach links auf das Gleis, was dann rüber geht, gleich über den Überwerfungsbauwerk hinterm Bahnhofstelle in den Rangierbahnhof Marsch. Das werden wir gleich noch sehen, das Gleis. Und hier geht es einmal über diese Kurve, auf der wir jetzt hier drauf fahren, einmal über auf diesen Überholungsgleis, das ich jetzt hier gerade ausgefädelt habe, aus dem Fernzuggleis auf den Außenbahnsteig an der Überholung hier. Jetzt halten werden. Dann müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Ob uns ein Zug noch überholt oder ob uns kein Zug mehr überholt, wann wir grün bekommen. Da mal die Regionalbahn in die Gegenrichtung einmal. Da waren wir vor einer Stunde nämlich auch in dieser Position da drüben. Sind wir hier am Ende. Fahren alle, also stündlich fahren die Züge und begegnen sich immer hier in Stelle. Jetzt haben wir Ausfahrt bekommen. Mit langsam Fahrt. Da wird es mich hier gleich über die Weiche nicht wieder rüber auf das Zuggleis fahren. Weil ist ja zu Ende, das vierte Gleis. So, da stehen wir. 55. Oh, jetzt haben wir Verspätung. Ausfahrt mit 56 sind wir plus 2 Minuten. Naja. Aber laut Pünktlichkeitsbilanz der Bahn waren wir heute noch nicht einmal verspätet, weil 4 Minuten ist auch noch pünktlich. Wie gesagt, 5,59. Das ist das Maximum Verspätung, was wir noch haben dürfen, jetzt pünktlich zu gelten. Nicht wie in der Schweiz, wo ein Zug schon ab 3 Minuten als verspätet gilt. Oder in Japan, wo er ab 30 Sekunden oder einer Minute als verspätet gilt. So, hier das Vorsignal sagt natürlich nur Langsamfahrt, deswegen gehe ich mal von 40 aus, aber es kann natürlich auch sein, dass die Ausfahrt 60 ist. Kann ich davor noch nicht erkennen. Deswegen gehe ich einfach nur auf die 40 hoch und dann gegebenenfalls noch auf die 60 weiter. Wenn ich erkenne, dass das Ausfahrt mit 60 km/h sein sollte. Aber noch die Zahl unlesbar. Tatsächlich hätte uns niemand überholen wollen. Naja, war es ein 60 km/h. Gut, dann kann ich wieder hochgehen. Aber ich hätte uns jemand überholen können, wenn er wollte oder müsste. So, jetzt hier immer noch weiter. Links neben uns ist dieses Güterzuggleis, was jetzt gerade hier mal hoch auf den Damm geht. Jetzt bin ich zu schnell unterwegs. Und hier vorne seht ihr auch schon die Betonbrücke, das Überwerfungsbauwerk, wo es jetzt einmal nach rechts rüber schwenkt, das Gleis, in Richtung des Rangierbahnhofs Maschen. Weil das ist ja hier rechts von uns, neben der Bahnstrecke. Und apropos Rangierbahnhof Maschen, seit nächster Seite ist auch Maschen, bei 161,6. So, hier geht das Gleis einmal nach rüber, Richtung Maschen, zum Rangierbahnhof. In die Gegenrichtung natürlich kann das Gleis einfach ausfädeln. Aber hier ist eben dieses Überwerfungsbauwerk, damit die Güterzüge, die dann nicht hier alle Gleise überqueren müssen und kreuzen müssen, ne? Und damit eben dann blockieren, sondern einfach dann über die Brücke drüber fahren, sodass gleichzeitig ein Zug über die Brücke drüber fahren kann, als auch ein Zug in die Gegenrichtung wie unten lang fahren kann, was sonst natürlich nicht möglich wäre. So, einmal runter auf 80. Den Maschen bei 161,6, na ist ja auch schon. Mit 1,5 Kilometern. Aber jetzt kurz vor Hamburg kommt das ja eh hier Schlag auf Schlag in den Halt. Ne? Hier haben wir diesen Mittelbahnsteig in den Dingens hier. Die Überholungsgleise in der Mitte.
Nächste Station ist Maschen. Sehr geehrte Fahrgäste, der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Mittelbahnsteig hier. Seht ihr das hier jetzt einmal links und rechts in die Mitte? Überholungsgleise in die Mitte. Ist auch interessant. Aber in der Regel gibt es Überholungsgleise mal außen, ne? Aber hier in Maschen sind die mal innen. Und die außen an uns vorbeigehen, an die Hauptgleise, durchgehend Hauptgleise. Und hier einmal hinter den Bäumen und Büschen befindet sich der Rangierbahnhof. Ihr seht auch die ganzen Lampen und Oberleitungsmasten. Die sieht man da so ein bisschen hier, wenn man da nach links guckt im Horizont. Und das sind alles halt eben da Gleise von Maschen. Also ich kenne das ja bei uns aus Dresden vom Rangierbahnhof in Friedrichstadt. Wenn man da immer hinguckt, da wirkt das auch, als ob der unendlich lang wäre. Nur der ist relativ klein. Wenn man hier nach Maschen guckt, dann ist der wirklich unendlich lang gefühlt. So, planmäßig Abfahrt 18 Uhr, tatsächlich Abfahrt 18.02 Uhr. Ja, Hauptsache wir halten die 2 Minuten. So, 165 haben wir dann Meckelfeld noch. Aber hier, jetzt geht das Gebüsch weg und jetzt seht ihr hier mal das riesige Ausmaß. Ich kann euch mal auch aus dem Seitenfenster rausschauen. Da seht ihr vielleicht mal ein bisschen besser, was ich meine mit unendlich breit der Bahnhof hier. Da sieht man wirklich einfach bis zum Horizont Gleise. Haben wir Ausfahrt. Dann geht es weiter auf 160. Und dann bei 165 haben wir Meckelfeld. Hier. Guckt euch das an. Es ist ja, wie riesig der ist. Gut, hier hat man natürlich, dass man wirklich den Vorteil so ein bisschen nach hinten durchgucken kann. In der Realität würde natürlich dann durch irgendwie Nebel, Wolken oder Blendeslicht oder irgendwas dann tatsächlich irgendwann der Horizont schon eher kommen wahrscheinlich. Aber wie viele Gleise das sind. Das ist unglaublich. Einfach unglaublich. Dort meinen Sie? Gut, ich sollte mich vielleicht eben muten. Ja, ja. Krasse Sache. Und auch hier, wie man sieht, die ganzen Rangiersignale hier unten, die ganzen kleinen roten Bündchen da unten. Ne? Alles Rangiersignale. Natürlich alle Gleise, die die Ausfahrt und so weiter fort und auch die Rangierfahrten so gesteuert werden müssen. Signale. Was ich gerade noch meinte, als ich mich aus dem Ding gemütet hatte, du musst dir überlegen, wie viele Weichen da sind. Dann außerdem. Stell dir mal vor, du müsstest so ein Ding mit Signalen bestücken im Faktorium. Nächste Station ist Meckelfeld. Zum Beispiel hast du noch mehrere Parkingsleiter, die nur für diesen Bahnhof dann zuständig sind. Zum ja, klar. Auch so. Ja, selbst bei solchen Bahnhöfen wie hier Lüneburger so zum Beispiel, selbst da hast du nicht nur den einen Fall, sondern hast du auch noch weitere Weichenwerte und sowas teilweise. Allgemein krass, wie viele Leute so involviert sind ins Bahngeschäft. Also, ja. Wenn man jetzt so als Laie einfach nur denkt, ja, okay, du hast halt die Leute, die Lokführer sind, du hast die Leute, die Fahrkarten kontrollieren und vielleicht noch ein paar Leute, die so rumlaufen. Am Bahnhof? In den Zügen. Am Bahnhof rumlaufen? Ja, gut, okay, die Leute, die Fahrkarten noch verkaufen oder so. Aber in den Zügen hast du eigentlich nur immer Fahrkartenkontrolleur und Lokführer. Außer im Fernverkehr hast du das natürlich noch mehr Zugbegleiter, aber. Naja. Also sehr geehrte Fahrgäste, der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links, wenn Sie es noch nicht gesehen haben. Ja, genau. Oh. Wenn man da so ein bisschen Einblick hat, dann ist es schon krass, wie viele Leute da alle dahinter stecken.
überlegt, jedes Signal, jede Weiche, an der man vorbeifährt, hat irgendein Fernseher per Hand gestellt für dich. Also sei es am Computer mit einem Klick oder sei es noch mechanisch mit einem riesigen Hebel. Und dann gibt es solche Zugstrecken wie die, wie hieß sie, wo nie jemand drin ist, nach Westerland, was glaube ich. Hm. Die sinnloseste Bahn, wie du so bezeichnet hast. Ja, genau. Den Sylt Shuttle Plus, wo er damit fährt. Aber für die trotzdem das Personal da sein muss. Auch wenn es den Kunden nichts bringt. Außer der DB, der bringt es mehr Geld. Beziehungsweise in dem Fall der DB Cargo oder DB Autozug gibt es überhaupt noch. Oder das ist DB Cargo oder das DB Sylt Shuttle, eine extra Untertochter der DB. Die DB hat ja so viele tausend Millionen Tochterfirmen. Da weiß man teilweise gar nicht, wo was dazugehört. Ist ja teilweise auch zum Beispiel am Bahnhof, da gibt es auch immer einen Informationsschalter und noch extra ein Reisezentrum, wo man sich Fahrkarten kaufen kann. Und der Informationsschalter gehört zur DB-Station und Service. Und dort, wo man Fahrkarten kauft, und auch die Fahrkartenautomaten und so, die gehören zur DB-Vertrieb. Also gibt man zum Beispiel auch immer nur ein Reisezentrum, kriegt man halt eben dann seine Reisen ausgedruckt, wenn man irgendwo hinfahren möchte, und kann man so Tickets kaufen. Und der Information kann man sich halt eben informieren, Fragen stellen, ab und sich natürlich auch Reiseauskünfte geben lassen. Aber keine Tickets kaufen. Das ist auch immer viel, sehr verwirrend für viele Leute, wenn man sich alles an einem Ort machen kann. Aber es sind jetzt mal komplett unterschiedliche Tochterfirmen der DB. So, dann haben wir auch schon Hamburg-Harburg. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen in Kürze Hamburg-Harburg. Dort bestehen folgende Anschlüsse. Der ICE 885 nach München Hauptbahnhof um 18.13 Uhr von Gleis 4. Die S3 nach Buxtehude um 18.13 Uhr von Gleis 12. Der RE5 nach Cuxhaven um 18.24 Uhr von Gleis 6, der Metronom RE4 nach Bremen Hauptbahnhof um 18.26 Uhr von Gleis 3. Bitte beachten Sie auch die Lautsprecherdurchsage am Bahnsteig. Das Team des Metronoms verabschiedet sich von allen Fahrgästen, die hier aussteigen. Auf Wiedersehen. Nächste Station ist Hamburg-Harburg. Von 4 und 5, hier mal die 1 und 2 und auch noch die 3 und 4. Und zwischen den Gleisen 3 und 4 befindet sich auch noch das Berufsgebäude von Harburg. Selbe Fahrgäste, der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Dass die Türen so eckig sind und auch die Fenster an den Türen so eckig sind. Während bei früheren ICE-Generationen die Türen so ründlicher waren und auch die Fenster in den Türen so oval waren. Natürlich auch anhand der eckigen und flachen Schnauze vom ICE. Da kennt man die ICE 4 ja auch. Und mittlerweile sind sie auch die häufigsten ICE in ganz Deutschland. Von denen gibt es ja so viele wie von keiner anderen ICE-Art. Und auch in drei Baureihen. Einmal als 7-Teiler, als 12-Teiler und als 13-Teiler. Wobei die 7-Teiler die Nachfolger für die ICE-2 sein sollen irgendwann mal. Und die 12- und 13-Teiler Nachfolger für die ICE-1, weil die ja jetzt bald schon ans Ende ihres Lebens kommen. Auch wenn ich gehört habe, dass die ICE-3M jetzt als erstes aussortiert werden sollen. Weil die sich aufgrund dessen, dass sie so viele Zugsicherungssysteme und so viele
Stromabnehmer und Stromsysteme haben, dass sie dadurch so häufig Störungen haben, dass sie nicht mehr rentabel sind für die DB tatsächlich. So wie die ICE-TD, die Diesel-ICE ja auch abgeschafft wurden, weil sie sich einfach nicht gelohnt hat. Auch nicht elektrifizierten Strecken ICEs fahren zu lassen. So. Und dann geht's jetzt auf in Richtung Hamburg Hauptbahnhof. Den werden wir nicht mehr sehen. Wir werden nur noch über die Brücke drüber fahren und dann bis Ende des Ganzen. So sind ich glaube sogar schon vor der Brücke die ganze Simulation abgebrochen. Aber das hält uns nicht auf davon, etwas nochmal durchzustarten. Ne? Jetzt sehen wir hier auch schon Hamburg, beziehungsweise haben jetzt ein gelbes Signal reingedrückt, natürlich. Ach ja. Aber dann mal Metronom in die Gegenrichtung. Der hier unterwegs ist. So, da steht ja morgen ein Signal. Und da sind wir durch mit unserer Fahrt. So, wir hatten 3 Zwangsbremsungen. Sind einmal zu früh abgefahren, hatten durchschnittlich 2 Minuten Verspätung, maximal 4 Minuten Verspätungen, haben 6-mal schlechter Fahrstil, also zu schlecht gebremst, und angeblich 12-mal die Türfreigabe vergessen, was ich auch für eine Lüge halte. Und 19% Abzug für Geschwindigkeitsüberschreitungen. Dann schauen wir uns mal den Fahrtenschreiber an. Hier hat man eine Zwangsbremsung. Hier hat man einmal wachsam, das war das, wo ich die Wachsam-Taste nicht gedrückt hatte. Dann hier hat man eine, weil ich... Ach, das war Geschwindigkeitsprüfung. Ich habe überlegt, weil hier in Dusi 2000 Hertz steht. Und 2000 Hertz haben wir auch gelernt, das ist ja immer, wenn man ein rotes Signal überfährt. Aber wenn man Geschwindigkeitsprüfer, wenn man da zu schnell ist, wird auch per 2000 Hertz Induktion gebremst, weil sagt der erste registriert, wie schnell dass man ankommt, der zweite Magnet registriert dann, wie viel Zeit man gebraucht hat für den Upgrade, und wenn dann berechnet, dass man zu schnell ist, dann wird der dritte Magnet aktiv geschaltet, der ein 2000 Hertz Magnet eben ist. Genau. Und hier war noch eine, es war doch mal wachsam Taste. Genau, das war ja genau, als wir in Lüneburg losgefahren sind, habe ich auch nochmal vergessen. Also zweimal Wachsam-Taste vergessen, weil ich nicht wachsam genug war. Und hier war ich einfach nicht stark genug gebremst. Deswegen kam da der Geschwindigkeitsprüfabschnitt uns in die Quere. Ansonsten waren wir eigentlich auch immer relativ gut unter der Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. Kann ich nicht viel meckern, ich hätte natürlich aufmerksam sein können. Vor allem zweimal die Wachsam-Taste, das ist halt schon traurig, wenn man das vergisst zu drücken. Aber ja, war ich halt nicht wachsam genug. Trotzdem, danke euch fürs Zuschauen. Boah, es sind ja schon fast in Sonnenuntergang hier gefahren. Mit Orange-Lila sehe ich ja jetzt gerade erst. Mann, oh Mann, ist das hier schön. Aber ja, wir sind durch mit Fahren. Danke fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge nächste Woche. Oder bis zum Bausimulator am Mittwoch. Jo. Tschüss. Tschüss.